Seit Juni gibt es für Avid Studio ein Upgrade für die Version 1.1. Diese kann kostenlos aus dem Internet heruntergeladen und auf Ihrem PC installiert werden. Welche Version von Avid Studio Sie besitzen, können Sie in der Software bei diesem Fragezeichen anzeigen lassen. Klicken Sie dann im Menü auf Info und Sie sehen dann im kleinen Fenster, das erscheint, die Versionsnummer, in diesem Fall 1.0.0.2804. Wenn Sie dieses Upgrade herunterladen, werden Sie auf die Version 1.1 upgraden. Schließen Sie dazu Avid Studio und öffnen Sie einen Webbrowser, zum Beispiel den Internet Explorer. Gehen Sie dann auf die Webseite von Avid und öffnen dann den Link für das Upgrade. Dieser Link ist im Blog auch als Link direkt angegeben. Sie sehen zum Beispiel, was bei diesem Upgrade alles neu dazugekommen ist und welche Sachen geändert wurden. Klicken Sie dann einfach auf diesen Link, um das Upgrade herunterzuladen. Wählen Sie im nächsten Schritt aus, welche Windows-Version Sie besitzen. Ich in diesem Fall habe Windows 7 und wähle diese Datei. Die ist ca. 17 MB groß und ich klicke auf diesen Link und speichere die Datei, zum Beispiel auf dem Desktop. Von dort werde ich dann die Datei im Nachhinein installieren. Sobald der Download abgeschlossen ist, können Sie den Internet Explorer oder Webbrowser wieder schließen und doppelklicken Sie dann auf die Update.exe-Datei, die Sie soeben heruntergeladen haben. Wählen Sie Ausführen, um die Datei auszuführen und Avid Studio auf die neue Version 1.1 abzugraden. Klicken Sie auf Aktualisieren und dann akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung. Klicken Sie auf Next und warten Sie dann, bis Avid Studio den Patch installiert. Sobald die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf Fertigstellen. Die Patch-Datei können Sie entweder behalten oder löschen. Öffnen Sie nun Avid Studio und überprüfen Sie, ob die neue Version auch installiert wurde. Überprüfen Sie dies mit einem Klick auf das Fragezeichen und wählen dann Info aus. Jetzt sehen Sie, dass bei der Version 1.1.0.2887 steht. Das heißt, der Patch wurde erfolgreich installiert.